Aber immerhin, denke ich, kann ich jetzt sagen, habe ich dann tatsächlich diesen ersten Bereich endlich mal komplett leer gefickt von Gegnern. Und ich bin überall gewesen, wo es relevant war. Und kann mich jetzt auf die anderen Bereiche konzentrieren, wo ich zwar auch schon war, aber wo es immer noch weitergehen muss. Da ist noch eine Tür, da ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Da ist noch eine und hier oben ist, glaube ich, keine. Das war nur diese eine Schacht, die da endete, aber ich kann nicht ran, weil es weit weg war, deswegen die Karte nicht fertig gemacht wurde. Und da kam ich auch noch nicht rein, glaube ich. Hier ist auch noch eine Tür, sehe ich gerade. Die überprüfe ich ganz kurz. Aber ich glaube, da komme ich auch nicht durch. Dann kann ich das erstmal ausschließen zum Weiterkommen im Spiel. Ja, okay. Und kann mir einen anderen Weg suchen. Das Ding ist nur, dass ich ein bisschen Bammel habe, dass hier unten in den ganzen Korridoren irgendwo noch ein geheimes Ding ist, was ich jetzt nicht gesehen habe, was ich aber brauche, um weiterzukommen. Was schön doof wäre, denn da wieder hinzukommen, da zurechtzufinden, ist ein bisschen unübersichtlich, wie der ganze Level aktuell an sich schon. Aber nun ja. Erstmal gehen wir zum Energie auffüllen. Das war natürlich nicht hier, es war. Es war schon irgendwie da, aber irgendwie nicht da. Hä? Da lang. Okay, cool. Ich sag ja, ich komme hier in dem Level nicht klar. Der ist ganz schlimm. Wenn man eh schon. Eher bedauernswerten Orientierungssinn. Dieses Spiel prüft mich gerade in der Hinsicht extrem. Also, ich könnte schon ein bisschen stolz auf mich sein, dass ich nicht komplett die Orientierung verliere. Ich bin jetzt zumindest noch halbwegs da, wo ich hin muss, will, soll. Hier war ich schon, oder? Ich sag's ja, das ist Katastrophe. Ja, hier war ich wohl schon. Ich glaube, da kam ich nämlich hierher und hier habe ich gerade die Stiefel gekriegt. Kann das sein? War es das? Ich weiß es nicht. Aber ich habe die Ebene mit wirklich low, ultra low health soweit durchgemacht. Ohne mich groß zu heilen, ohne groß Medi-Sachen zu verschwenden. Das ist eigentlich eine reife Leistung, würde ich sagen. Aber jetzt komme ich da auch hin mit den Stiefeln, nämlich, siehst du? Das war das. Nein. Danke. Flechette-Munition. Also für die Schrot. Na. Brauchen wir also erstmal nicht, weil habe ich voll. Da Tür kam ich nicht rein, da kam ich auch nicht rein. Da kam ich auch nicht rein. Da komme ich vielleicht rein und die drei komme ich auch vielleicht rein. Da oben inzwischen vielleicht auch. Nochmal überprüfen. Andere Option habe ich gerade, den Level glaube ich nicht. Außer bestenfalls den Flur nochmal komplett untersuchen. Und noch einer? Oh, doch nicht, ich wollte sagen, ist kaputt. Bist du nicht. Habe ich sie? Ja. Wie sollte ich respawnen im. Ach, da steht die ja sogar. Oh, da kommt ein neuer Nachschub. Och, Leute. Sowas kann ich nicht so leiden. Ich weiß, das hört ihr nicht gerne, aber ich hasse euch. Ich brauchte gerade 4 Schuss oder so. Ich muss hier langsam mal hacken können. Ich kann die nicht hacken. Ich weiß nicht, wozu ich das machen kann mit Alt. Ich habe keine Ahnung. Das ist markiert bei ihr komischerweise. Ich weiß nicht wieso. Ich kann nichts mehr tun, ne. 3 Schuss. Also habe ich damit quasi mit dem Hack eine Schwachstelle gerade markiert? Ist das vielleicht eine Option? Kann ich nicht markieren gerade. Warte, geht's. Ah, jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Sie hat gerade über ihr Spine, ihr Rückgrat gesprochen, als wenn ich das. Da ist noch eine Scheiße. Ah. Habt ihr gerade doch gesehen? Den Helm, den grün leuchtenden.
Also das hätte ich mit dem Hack was bewirkt, meine ich damit. So kam es mir gerade vor. Ich weiß noch nicht was, weil sie hat ja trotzdem sich bewegt. Nur ich habe sie halt vorher abgeknallt, weil sie mich angreifen konnte. Ich bin mir nicht sicher, was der Hack bringt. Ich meine, es wirkt so, als wenn ich sie erfolgreich hacken würde, aber der Effekt, der bleibt aus. Wir sind sie untätig für eine Sekunde oder sowas? Noch gehen sie schneller tot? Noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Kein Plan, was das hacken soll. Es wirkt wie ein nettes Feature, aber naja, mehr auch nicht. Ruhe. No Chance am Arsch. Schon so oft alle ausgenotchanced. Das kannst du gar nicht zählen. Mit quasi null Leben. Ich bin so stolz auf mich. Ich heile mich schon seit Ewigkeiten nicht. Ah. Wird aber vielleicht doch noch nötig werden demnächst. Au. Alter. Obacht, das könnte ich tun. Alter, wie frech. Die hat Bombe gezündet hier, das gibt's da gar nicht. I found you, würde ich sagen. 2, 3, 4, 5. Diesmal waren sogar 5 Angriffe, aber Tod ist tot. Das Coole auf diese Art und Weise, wie ich gerade spiele, spare ich halt massiv Ressourcen, weil ich mich weigere, mich zu heilen, entsprechend sehr viel defensiver spiele und mehr Deckung nehmen und so weiter, was ja nicht verkehrt ist. Was auch sehr sinnvoll in diesem Spiel generell ist, weil man hat halt generell Ressourcenknappheit, ne? Ist weit aufgefallen. Ah! Oh. Ressourcen und Lebensknappheit. Bin ich jetzt da? Gerade jemand, die wieder aus dem Lift rauskommen hören. Da rein, wo die Antennen sind. Verdammt nochmal. Man muss nur auf genug Distanz sein, oft schießen und die Dinger können nicht reagieren rechtzeitig. So scheint es mir aktuell. So kommt man auch ganz gut und sicher tot. Ich weiß, hier war ich schon, aber was habe ich jetzt einsammeln können? Juhu! Hier waren wir schon drin, ne? Ja. Aber dieser Weg war neu. Ich müsste eigentlich... Teleporter! Ich müsste eigentlich Energie holen gehen wieder. Aber vielleicht bringt mich... Oh! Medipack! Wir machen mal wieder volle Leben, ne? Ist wieder mal Zeit. Bevor ich sie liegen lasse oder Sachen wegschmeiße. Aber es lieber so. Munition? Ja, ein bisschen. Danke. Oh. Aber ich habe keinen Platz für die Munition. Brauche ich nicht. Kann das weg. Hä, habe ich doch. Sauerei. Aber egal. Gut, Mr. Teleport. Oh. Hier waren wir schon. Auch hier oben drauf war ich schon passiert. Das ist nicht mal ein neuer Ort für mich. Aber ich komme jetzt da oben rauf, was ich vorher glaube ich nicht konnte. Was mir jetzt bringt, denn ich muss offenbar noch unter mir. Ah, ich dachte, ich war doch schon hier oben drauf. Ist das hier bloß Licht oder was ist das? Oder es ist die Tür da unten, aber ich glaube, da komme ich ursprünglich her, deswegen ist es egal, ob die zu ist oder nicht. Hm. Danke für nichts, liebe Teleporter. Aber gut. Hier eine Sackgasse. Ach, hier ist die Tür. Ja, eine Tür ist da. Mir fehlt doch irgendwie eine Art Schlüssel dafür. Ja, toll. Eieiei.
Alter. Jo, Energie, Alter. Nein! Das war ein EMP-Stoß, der ich selbst ausgefecht hat. Das hast du gesehen, ne? Ich war selbst danach erstmal alle. Kann sein, mal schauen. Uah. Entschuldigung. So besser? Ich merke ganz so perfekt, hä? Tja. Keine Energie mehr, heißt, ich muss improvisieren. Das heißt wiederum. Ah, doch, neuer Raum. Improvisieren heißt, ich muss richtige Munition benutzen. Okay. War nicht so schlimm. Ah, guck mal. Ach nee, war mir aber Munition. Scheiße. So, aus dem Sicherheitsschlüssel, aber war er nicht. War er explizit nicht. Oh Mann, ey. Und da war ich ja eigentlich auch schon. Ich komme zumindest zum Energiereserven-Depot zurück. Oh, wow. Ah. Ich war eben neu, weil das war mir irgendwie nichts gerade. Hab 3 Leben verloren, das tut nicht Not. Ich muss wirklich aggressiver die Schnelllade- und Schnellspeichertaste nutzen. Das tue ich ja jetzt auch eigentlich seit einer Weile ganz gut. Aha. Sehr gut. Wie gesagt, wenn sie sich selbst leben, ist das awesome für mich. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Ja. Es kann aber schlechter laufen. I'll be back. Aber bisher war es immer so gewesen, die konnten nur so und so oft respawnen pro Ebene und dann war es vorbei. Ich hoffe, es ist hier dann ähnlich. Mitten hier im Flur neu gespawnt, ne? Wo man das jetzt nicht erwarten würde. Weil das überhaupt nicht danach aussieht, dass wenn da sowas auftauchen könnte. Ich geh mir fix Energie besorgen. Was ist die Alpha-Antenne? Ich muss noch die anderen Antennen finden. Ich habe jetzt noch keine Aufschrift gesehen, also bewusst gesehen. Ich bin womöglich da vorbeigelaufen. Es war schon da, es kann durchaus sein, aber ich habe sie nicht bewusst gesehen. Wo die anderen Antennen drauf standen. Ich muss ja 4 Antennen zerstören. Das ist halt die Alpha. Ich denke, die Karte ist schon größtenteils. Ich habe bestimmt hier noch einen Bereich und dann halt Alpha-Antenne und dann war es das, schätze ich. Ich glaube, so viel größer dürfte es eigentlich nicht mehr werden, aber. Glauben ist halt auch nichts Ganzes, ne? Vom Glauben kann man also nichts kaufen. Schau mal hier. Volle Leben, volle Energie. Habe ich lange nicht gehabt. Hui. Ich sehe, die ist aktiviert. Guck mal an. Weg damit. Voll bewaffnet mit allen tollen Sachen, die man haben kann. Jetzt wird mir keiner mehr doof kommen, weil ich ihn ballern kann. Yeah! Lauf, lauf, latsch, latsch, lauf, lauf. Ich komme da nicht durch, weil ich scheiß Karten nicht habe. Ich muss ja so irgendwo im dümmsten Fall übersehen haben. Da noch eine Tür und diese wollte ich gerade noch überprüfen und da war ich ja eigentlich gerade erst. Ne? Da kam ich auch nicht weiter. Also hier hat alles neu spawnt. Habe ich natürlich Hoffnung, dass es hier auch gleich weitergeht. Zumindest eine neue Tür, die ich aufwachen kann, wo ich noch nicht war. Das verheißt Gutes, muss aber nicht zwangsläufig zu Erfolg führen. Bist du so einer? Au! Hat mir aber so mal ein Drittel Leben abgezogen. Was war das für ein Vieh? Den Gegner kannte ich noch nicht. Upsi. Aber so ist in Ordnung. Blopp. Meine Fresse. Aber tot ist tot. Oh, guck mal, ein Heile-Ding. Ach, ist doch super.
Jetzt habe ich ja volle Heilungs- und Dings und Sachen und... Was gebe ich denn dafür auf? Hier, ihr Pier, ich hab davon so viel, ich nutze die kaum. Die kann eigentlich weg, die drei Stück. Und Splitter ebenfalls drei Stück, kann auch weg. Sparen wir uns die nicht für den nächsten medizinischen Notfall auf, würde ich sagen. Ne? Klingt ganz sinnig eigentlich. Ah, guck mal hier. Daneben ist die andere Tür, die ich markiert habe. Moment. Das haben wir gleich. Erledigt. 86% immer noch. Mann. Delta Quadrant. Hier war ich jetzt schon, richtig? Ja. Da waren wir schon. Aber wieso ist die Markierung? Ich weiß, ich hatte die Markierung nachträglich gesetzt, weil ich gestorben war und da ein bisschen geraten habe. Offenbar war die völlig falsch gesetzt. Oder aber ein bisschen zu hoch und die Tür da unten war gemeint, wo ich gerade nicht rankam, jetzt aber aufmachen. Wahrscheinlich ist das die Markierung gewesen. Die ganze Zeit hier zu löschen, das ist ja dann offenbar nicht mehr notwendig. Machen von rein falsch gewesen, keine Ahnung. Bisschen Cyberpunk-Vibes, muss ich sagen. Ist ja auch ein Stück weit Cyberpunk in dem Sinne, aber es hat lange, lange vor Cyberpunk gekommen, das Spiel. Das Original ist ja bloß ein Remake. Oh, das hier war das Ding natürlich. Das Spiel ist von 92, 91, ich weiß, er ist sehr alt. Also das Original. Das Remake natürlich ist erst von vor ein, zwei Jahren. Zack. Aber klar, du bist hier in einem, du bist ein Hacker in der Zukunft. Ich glaube, es ist zwangsläufig, dass du da Cyberpunk-Vibes hast irgendwo. Aber wenn überhaupt, hat... Tolle Karte, vielen Dank. Hat Cyberpunk dieses Spiel in Spirit nicht andersrum. Oh, Leiter nach oben überall. Ich muss zugeben, ich habe das noch nie irgendwie gehört oder so. ging mir ähnlich, also das Spiel ist mir damals original auch komplett durch die durch den Radar durch, aber damals durch, das Spiel kam ja raus, da war ich noch gar nicht wirklich im Gaming drin quasi, wenn es jetzt echt 91, 92 gewesen ist. Aber ich weiß, System Shock und auch vor allem Teil 2 sind generell recht hoch angesehen in der Gamer-Gemeinschaft, das weiß ich auf jeden Fall und es ist quasi wow. Au. Strafe gibt das auch noch. Ist auch quasi ein Vorbild für, oh, zwei davon, nein! Energie ist alle, natürlich. Ach, komm schon. Und es war auch quasi ein Vorbild für Bioshock. Auf jeden Fall Geist, also... Ne? Ah, verdammt. So. Mal raus da. Geht. Detox nutzen, bitte. Strahlungsschutz aufbauen. Und einmal reingehen. Kurz speichern. Ja, 91 ist sehr sportlich, würde ich sagen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich kann auch sein, dass es halt ein bisschen später aufbauen. Hier sind die 90er und frühe 90er. Ich weiß nicht, ich war selbst neulich überrascht. Ah, Energieschild. Level 3, geilo. Ich war neulich selbst überrascht, wie alt das Spiel tatsächlich war. Ich bin ein bisschen älter als eben angenommen. Wow. Natürlich muss noch ein Typ da drin sein, ist ja völlig klar. Ist ja völlig klar. Oh. Danke der Nachfrage. Ich geh jetzt mal hier lang, ja? Tschüss. Energie ist alles, ist nicht geil. Hätte gerne wieder Durchdringer. Nutzen wir doch mal, was uns gegeben wurde. Immer noch Strahlung, wo ich als zerschossen habe gerade. Scheiße. Egal, ich gehe jetzt nicht zurück. Mal jetzt so. Und so. Und so. Umweltschutz, Schild. Und nochmal Detox, bitte. Wo ist er, der Übeltäter? Wo ist er?
da noch einer? Nein. So, kaputt. Jetzt ist der Raum auch leer hier. Strahlungslevel steigt nicht mehr. Sinkt aber auch nicht. Fuck, ich heil mich mal auf diese Art und Weise. War das dann DOS? Ist eine gute Frage. Ich hab's ja nie gespielt, ich kann's dir gar nicht sagen. Kann durchaus sein dann, ne? Das Alter kommt ja hin dafür. Nichts zum Mitnehmen hier, was wichtig wäre. Oh, was? Trotz Heilung, trotz Stahlschild? Ach, komm schon. Verdammt. Mal Heilung aktivieren hier, würde ich sagen. Ach. Hier nimmt die Strahlung ab, natürlich. Aber. Hier ist nichts weiter. Ah, da ist noch eine Tür. Weil ich die Heilung gerade nicht mit Rechtsklick aktiviert habe und es geht mit Rechtsklick gar nicht. Ich hätte links klicken müssen. Egal, machen wir es halt so. Kann ich auch den wieder wegnehmen eigentlich und den genauso. Zum Strahlungsgebiet bin ich erstmal raus. Wow. Bin zumindest hier auf dem Weg, wo es tatsächlich weiterzugehen scheint. Das ist sehr viel wert. Bei diesem Level. Oh, gleich dieses. Hinter jeder Ecke kann jemand lauern und du musst echt aufpassen. Ist schon beklemmend. Oh, ich höre schon jetzt zig Stimmen hier. Ah! Serverraum. Und Borg. Nein. Nein, 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 nein. Au, ach, Kacke. Au, 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 au. Hab ich ein Au gesagt? Ja, okay. Speicher trotzdem, ist mir egal jetzt. Energie haben wir, geil. Ja, zieh es mal original rein. Würde ich auch mal tatsächlich irgendwann tun. Boah. Nein. Ich habe es hier auch nie getan. Aber interessiere mich selbst im Original. Früher schon, aber jetzt mit dem Spielen des Remakes erst recht. Nervig. Stirb! Halbe Munition. Noch eine. Vier davon? Ja, sind vier. Sogar fünf? Nein, es sind vier. Und wir sind bei 35% jetzt. Okay. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich wirklich aktiv was davon habe, wenn ich das mache. Aber ich mache es natürlich, wenn ich es machen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Bereiche im Schiff gibt, auf der Station, die ich ja nur betreten kann, wenn ich ein entsprechendes Risiko Sicherheitsdingens runtergeschraubt habe. Habe ich jetzt auf dieser Ebene noch nicht gesehen, aber mag sie trotzdem auch geben. Deswegen ist es dann wieder wichtig, das zu tun, was ich gerade mache. Weiß ich halt nicht. So, aber das dazu. Auch hier noch was ich übersehen habe vielleicht. Oh, Kontrollraum. Ah. Mhm. Also quasi übersehen. Oh, und eine wichtige Karte, um andere Bereiche aufzumachen. Läuft auf jeden Fall heute. Also wir sterben zwar hin und wieder und Cyberspace, scheiße. Aber läuft trotzdem. Komm ja weiter. Oh, was soll's. Ich hab doch halt zu viele. Das hier auch. So. Bisschen Energie aufgefüllt. Und gleich nochmal Cyberspace. Ich glaube, das Cyberspace wird meine letzte Amtshandlung für heute sein. Wobei, nee, wissen habe ich noch.
Bisschen habe ich noch. Their keystrokes now. They scramble within my walls, cutting into access points to rewire and contain me. Limited flesh creatures. Who are they to question my perfection? Wer weiß, wie wir sind, keine Ahnung. Ja, ja, so ein Insekten. Ich hoffe, dass ich aber hier einen Shortcut quasi legen kann. Ich glaube, draus rumlaufen muss, wieder dann hinzukommen. Ich frage es immer noch, ich habe hier die Alpha-Antenne, aber ich muss ja Beta, Delta, Gamma noch finden und ich hoffe, die sind nicht weit weg davon. Cyberspace. Ach, siehst du ja den Turbo-Schub freigespielt für Cyberspace. Yeah. So. Du hast vorhin gesagt, oder zumindest gedacht, dass wir lange keinen Cyberspace hatten. Ach du Kack, ich hab... Wo soll ich hin? Von da komme ich. Ein? Da komme ich her. Da kann ich hin. Ach du Scheiße. Das merke ich mir nie, wo ich überall war. Auf jeden Fall nicht dahin, wo das Gegenüberliegende ist. Wieder eklig, ey. Du hast gefühlt für diesen Cyberspace lieben. Auf. Wo, Gegner? Wo? Hinter mir, natürlich. Au. Hat ihr auch Gegner? Das ist eine neue Gegnerklasse gerade gewesen. Hat mich jedenfalls ein paar Leben gekostet. Ich glaube, das ist bloß eine Sackgasse. Kann das sein? Dass es alles Sackgassen sind, wo ich bloß Leben verliere und keine Ahnung. Weiß. Wo komme ich jetzt her? Da. Dann ist es doch keine Sackgasse, zumindest vorerst nicht. Oh, es ist Cyberspace. Wenn ich das Spiel an sich schon nicht fertig mache, wegen Verwirrung, Verwinkelung, keine Ahnung was, aber das Cyberspace, das gibt dir den Rest. Ja, okay. Au. Oh, geht's uns gut, ja? Schön. Cyberspace ist echt böse. Die Orientierung kannst du hier quasi abschminken. Da scheint bereits ein wichtiger Knotenpunkt zu sein, immerhin. Fällt einer von dreien. Aber es ist ein deutlich angenehmerer Cyberspace als der vorherige. Danke fürs Rage Wolf, danke für die Bits und dunkle Grüße, wie geht's dir? In der Folge Cyberspace war nicht nur eng, denn da habe ich kaum Ausweichchancen gehabt. Ich bin einfach nur gestorben. Und noch dazu war halt verwirrend von der Wegfindung. Südlicher Antennenraum entsperrt. Okay. Mann, das ist echt viel. Ich muss hier echt viel Wege machen, wie es aussieht. Okay. Ich komme jetzt wahrscheinlich wieder raus. Das war der südliche. Reicht mir ja nicht, ne? Ich muss ja viel frei machen. Oh. Gehe ich jetzt dahin oder gehe ich... Ich gehe jetzt mal da und guck, was passiert. Oh, Rage Wolf hat ein 1000-Bit-Abzeichen bekommen. Ja, der Shit. Ich wusste, dass es sowas gibt. Oh. Okay, cool. Hier kam ich her. Jetzt muss ich bloß die richtigen Weg finden, die ich noch nicht hatte. Das wird umso schwerer, umso mehr ich schon gefunden habe. Aber,